Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung. Es ist vielleicht mal ein Anhaltspunkt, dass man natürlich nicht gleich sagt, der Honig, wie köstlich der ist, wie gut der ist. Natürlich versuche ich mir heute auch mal ein bisschen ins zu hinterfragen, wo kommt eigentlich der Honig her. Und natürlich, was man jetzt alleweil auch in den Medien herrscht, ist natürlich das sogenannte Bienensterben. Und wie gesagt, bedanke mich noch einmal auch bei den Veranstaltungen, natürlich auch bei der Frau Brunner, was natürlich die Räumlichkeiten zur Verfügung stellt, auch bei den Lehrpersonen. Und möchte mich natürlich auch ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Stefan Tasser. Ich habe eigentlich mit der Imkerei relativ jung, schon in den Frühschulalter angefangen. Es ist natürlich als Hobby. Danach habe ich eben versucht, aus dem Hobby meinen Beruf daraus zu machen. Und habe mittlerweile fast 40 Jahre Arbeit, fast 40 Jahre mit Bienen. Habe natürlich auch die Berufsschule in Österreich gemacht, in Fachrichtung Imkerei. Und bin Fixangestellter in Wietenheim am Lehrbienenstamm, was natürlich der Agentur Landesdomäne gehört, und bin dort natürlich für verschiedene Bereiche zuständig. Unter anderem haben wir in Wietenheim einen der größeren Imkereibetriebe in Südtirol, wo ich natürlich für die Pflege, für die gesamten Tätigkeiten unter mir zuständig bin. Aber natürlich, wir machen auch andere Tätigkeiten, das heißt Gruppenbetreuung, Weiterbildung, auch die sogenannte Imkerschule, wo viele junge Leute, auch natürlich mittlerweile mehrere Altersgruppen ansprechen. Das geht natürlich nur bis in das Alter, wo heute jemand sagt, jetzt gehe ich in Pension, ich bin körperlich nicht fit, ich suche mein Hobby, mich interessiert das, ich will einen Beitrag für die Natur leisten. Und da versuche ich mir nur auch Imker auf dem Weg der Imkerei natürlich auszubilden, jemand Wissen zu vermitteln, dass sie in Zukunft auch selbstständig mit der Imkerei zurechtkommen. Also, herzlich willkommen, jetzt machen wir ein paar coole Cocktails. Ich stelle mich da kurz vor. Mein Name ist Tobias, aber alle was mir eigentlich Tobi. Und zwei Jahre in England als Barkeeper, später habe ich die Ausbildung zum Mixologist gemacht. Am besten zufällig im Kopf, was ein Mixologist ist. Was ist ein Mixologist? Du ja, aber Nein, ich weiß nicht, du hast leider erzählt, ein bisschen, dass die Ausbildung in vielen Bereichen ist. Spirituosen, Weine, glaube ich, zum Teil. Also, Kleider. Also, sagen wir so, Ausbildung zum Mixologist bezieht sich auf Bar. Und dann bist du praktisch der Mensch, der die verschiedenen Möse kreiert. Winter, Sommer, Frühling. Also, was, du bringst neue Produkte hin, du machst neue Sirup, du machst neue Essenzen. Du probierst neue Spirituosen und du produzierst dann neue Cocktails und neue Flavor Combinations, was man das. So was, dass du einfach einzigartige Cocktails in deinem Betrieb hast oder einfach einzigartige Spirituosen, die du im Bo hast. Klarerweise Wein und Spirituosen, habe ich auch noch gemacht. Bin in englischen, also als im englischen Bereich, deshalb bin ich mehr besser international aufgestellt, wie einheimisch. Mittlerweile kenne ich mich einheimisch auch gut, recht gut aus. Bin seit 1 Jahr wieder in Südtirol, tue in Sporthotel Winkler arbeiten, bin zum Barchef.
das ganz ehrlich sagen, es funktioniert nicht. Letztes Jahr als Thema Mixology und Cocktailkunde, die Leute lieben das, die Leute kennen das und sind extrem interessiert, einmal was Neues zu probieren. Zum Thema Honig. Honig ist sehr ein interessanter Ingredient für das Zutat für Cocktails. Ist entstanden in der Prohibition mit dem Penicillin-Cocktail. Der Penicillin-Cocktail ist eine Kombination von Rahim-Whisky, Single Malt Scotch, Honig und Ingwer-Sirup, Zitronensaft. Es hat eine leichte Süße, leichte Rauchigkeit und funktioniert sehr, sehr gut. Und es war so der erste Honey-Cocktail. Aber mittlerweile gibt es relativ viel verschiedene auf dem Markt und es ist halt auch immer eine Abwechslung zum klassischen Zuckersirup-Cocktail, zum klassischen Demerara-Sirup-Cocktail. Da gibt es eine gewisse andere Texture und eine gewisse andere Süße. Aber Honig selber kann man nicht in Cocktails verwenden, la bloß, wie er dort steht. Man muss einen Sirup oder ein Wasser draus machen. Ich mache dann meistens Honigwasser. Das heißt, dass du einfach, sagen wir es ganz einfach, du hast einen Kilo Honig, du hast einen Liter Wasser, kochendes Wasser, du läufst zusammen. Danach entsteht ein sehr saures Sirup und das ist dann schon relativ flüssig und dann kann er sich mit Alkohol relativ gut verbinden. Ja, wir machen drei verschiedene Cocktails. Wir machen auch einmal einen Aperitif-Cocktail, wir machen einen Cocktail, der was in den Augen testet, funktioniert und wir machen einen After-Dinner-Cocktail. Zitronensaft, dass man auch die Balance hat. Also, wenn man jetzt einen Cocktail erstellt, hast du einfach die perfekte Balance zwischen Süße, Säure und Bitter vom Zitronensaft. Und man schaut, dass da die Balance ist, weil er kann nicht zu sehr schmecken, er kann nicht zu sauer schmecken. Und das ist meine Kunst. Und so lernt man eben als Mixologist. Das ist schon ganz wichtig. So, jetzt haben wir Eiweiß in den Cocktail. Und zwar, ich benutze etwas frische Kokille aus Salmonellenfarbe. Ich benutze etwas pasteurisierte Eiweiß, weil es einfach das Wien Eiweiß kokteliert, weil dann das pasteurisierte Eiweiß letzt wird. Deswegen gibt es ganz eine tolle Alternative. Und das ist Cocktail-Eiweiß. Schaut aus wie Eiweißpulver aus Sportlern. Ist aber spezifisch für die Bar gemacht. Da nimmst du ein kleines halbes Löffel. Das hilft ungefähr ein halbes Jahr. Wie schon gesagt, wir machen jetzt einen Eiweiß-Cocktail. Das heißt, wir machen zuerst einen Dry-Shake, sowas ohne Eis, oder machen wir einen Eis-Shake, also mit Eis. Dann machen wir den Dry-Shake um. Jetzt habe ich ihn gleich geshaken, das ist ganz wichtig. Dann jetzt Eis rein. Der Cocktail ist ganz am Schluss mega cremig, auch durchs Eiweiß. Und es ist eigentlich ein Twisted Sour. Also fast jedes Sour für die Cocktails wird mit Eiweiß gemacht. Wenn ich zu schnell rede oder wenn ich das nicht besser verstehe, ist das so, gell? Was passiert, wenn es heiß klein ist? Du kriegst jetzt die Cremigkeit. Und das kann sehr kleine Flocken entstehen. Das stehen ganz gerne. Aber man braucht die Kraft zu shaken. Nein, weil ich relativ viele Leute, was ich im Moment ausbilde. Also die ganzen Leute von Jonathan Hotels, von Lanahof, von Beaumont, das kommen in die Bar zu mir. Und das dient sich aber schwer mit Shaken, klarerweise.
hast 2 bis 3 Minuten für einen Cocktail normalerweise. Ja. Ist aber nicht so, wenn heute der Hugo 5 Euro kostet oder 6, dann gebe ich gern, weil ich trinke halt 5 Hugo. Dann gebe ich gern die 5 Euro mehr aus und dann einen guten. Ja, ja. Ich glaube, es sind auch mehr Leute, was man so. Nein, die Leute lieben das. Weißt du, das sind die Leute auch, weil noch Schiffer mit ja, Feuer, nicht mit Rad und alles Mögliche. Nächsten Cocktail Shaker mit Hai. Das soll etwas Einheimisches sein. Das war mit Hai und Minze. Das ist sehr, sehr ein einfacher Cocktail, wenn ich ehrlich bin. Der gefällt den Geschmack her, für die Flavors her. Aber, den lieben die Leute. Was ist jetzt als Trainer, Entschuldigung? Also, was ist, also Gin, ist ein Gin-based Cocktail. Ananassaft, Holundersirup, frischer Minze, frisches Hai, Honigwasser,